Ich wurde gefragt, Maggie, ist denn der Low-Budget-Voron wirklich so Low-Budget, wie du immer behauptest? Und deswegen schauen wir uns in diesem Video mal an, wie teuer der Low-Budget-Voron wirklich ist und was ein normaler Voron 1.8 kostet. Gute und Glitzi wohl, ihr lieben Makerlein. Ich bin die Maggie von Makorama.de und heute schauen wir uns mal an, was die Bauteile, die hier vor mir liegen, die für den Low-Budget-Voron 1.8 gedacht sind, diese wunderschönen Bauteile hier, was sie denn alle im Detail kosten und wo ich Geld sparen konnte und warum das denn ein Low-Budget-Voron ist und was er dann im Vergleich zu einem normalen Voron 1.8 kosten würde. Ich kann mir das natürlich mittlerweile nicht mehr alles merken, weil diese graue Schwammelmasse hier mittlerweile ziemlich träge wird. Deswegen habe ich hier meinen guten alten Laptop neben mir stehen und weil ich nicht mehr so richtig gut lesen kann, habe ich mir das erstmal groß gemacht und zum anderen ziehe ich eine Brille auf. Ja, nicht erschrecken, ja, ist jetzt so, ich gehe jetzt wirklich steil auf die 40 zu, dauert nicht mehr lange, nur noch ein paar Monate und dann ist es soweit. Ja. Okay, ich würde sagen, ich gehe mal nicht lange rum. Wir fangen einmal an. Bevor wir aber beginnen, möchte ich mich zuerst einmal bei meinen Patreonen bedanken, nämlich Marco, Erik, Thomas, Nikola, Berkan und Sato, auch wenn jetzt die Reihenfolge nicht unbedingt stimmt. Aber vielen, vielen lieben Dank. Ohne euch wäre so ein Projekt auch gar nicht möglich. Von daher vielen, vielen lieben Dank. Und wenn ihr auch da draußen mich unterstützen wollt bei solchen Projekten, dann findet ihr einen Link unten in der Beschreibung. Kleine Side Note, diese Liste und den ganzen Guide wird es natürlich erst einmal auf Patreon geben, weil, wie gesagt, die Jungs unterstützen mich dabei, das Ganze überhaupt mal aufzubauen. Von daher will ich denen natürlich auch den Content zuerst zur Verfügung stellen. Wenn ihr natürlich den Content auch zuerst haben wollt, findet ihr einen Link unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr den Kanal anderweitig unterstützen wollt, könnt ihr mal mein Buch euch anschauen. Bitcoin einfach, findet ihr auch einen Link unten in der Videobeschreibung. Und ich laber jetzt nicht mehr lange rum, wir legen los. Und starten tun wir natürlich mit dem Drucker, mit dem Grundgerüst. Ja, beim normalen Voron 1.8 haben wir das nicht. Bei dem Low-Budget-Voron habe ich jetzt hier in dem Fall den Ender 4. Und ich habe jetzt hier explizit einen Preis aufgeschrieben, den ich sonst noch nicht bezahlt habe. Ja, also ich habe einen deutlich günstigeren Preis bezahlt, weil ich nur im Angebot geschossen habe. Aber normalerweise kostet der Drucker irgendwas um die 250 Euro. Heißt also, ist schon mal ein guter Ansatzpunkt, ist ein guter Startpunkt. Da kann man nämlich schon mal einige sparen, kommen wir gleich nochmal drauf. Der nächste Punkt ist das Filament und ich habe jetzt bei beiden Druckern, sowohl beim Low Budget als auch beim normalen Voron, das gleiche Filament genommen, damit es nicht zu unfair wird. Gleich hätte es können sagen, okay, den normalen Voron baue ich mit einem 3D Fuel ABS, ja, mit einem Workday ABS oder mit einem KVP ABS, die ziemlich hochpreisig sind. Nee, ich habe jetzt bei beiden wirklich das gleiche Material angesetzt und zwar das Ethan ABS Plus. Das ist zwar jetzt nicht unbedingt wirklich ein gutes Material, aber es ist halt günstig und es reicht für das, was wir hier machen wollen. Und da kostet eine Rolle 20 Euro, also 19,95. Wir brauchen zwei Rollen, einmal schwarz, einmal Akzentfarbe. Beziehungsweise ich habe mich jetzt hierfür entschieden, eventuell beide schwarz zu drucken. Das weiß ich noch nicht ganz genau. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr lieber einen komplett schwarzen Drucker oder einen schwarz-kalt-weißen Drucker sehen würdet. Dann haben wir als nächsten Punkt etwas, wo ich auch bei beiden das gleiche angesetzt habe, wobei ich jetzt schon merke, okay, brauche ich eigentlich gar nicht, weil der Low-Budget-Voron hat natürlich viel mehr an Grundmaterial, was er mitbringt und das sind die Schrauben. Ich habe es hier trotzdem bei beiden mal 50 Euro für die Schrauben angesetzt, auch wenn es beim Low-Budget-Voron eigentlich die Hälfte oder sogar noch weniger sind, aber es macht am Schluss den Kohl nicht fett, ja. So, dann gehen wir mal weiter und zwar haben wir da erstmal die kleinen gelben Federn, die wir am Heizbett brauchen. Die hat der Low-Budget-Voron natürlich mit drin, die müssen wir beim normalen Voron extra kaufen und die kosten knapp 10 Euro, wenn man es auf Amazon findet. Die Links findet ihr natürlich zu den ganzen Produkten unten in der Videobeschreibung. Es ist also sozusagen euer persönlicher Sourcing-Guide, ob ihr einen Low-Budget-Voron bauen wollt oder einen normalen. Ich packe euch beides unten in die Videobeschreibung. Und dann brauchen wir als nächstes natürlich die ganzen Motion-Parts. Beim Low-Budget-Voron kann ich viele davon aus dem ursprünglichen Drucker rausziehen. Was ich aber nicht rausziehen kann, ist der GT2-Welt. Der ist zwar, da ist zwar schon ein GT2-Welt in Anführungszeichen mit dabei, aber ich finde den jetzt nicht so proper und der ist auch schon vorgeschnitten auf die Größe, die man beim Ender 4 braucht. Deswegen habe ich da nochmal ein paar neue bestellt und da komme ich insgesamt, brauchen wir da einmal einen 6 mm weiten, der kostet 7 Euro, dann brauchen wir nochmal einen für 8,54 habe ich gesehen und noch einen für knapp 8 Euro sind bei beiden Druckern gleich, von daher geben die sich da auch nicht. Die Kugellager.
Die können wir allerdings so komplett 1 zu 1 aus dem Low-Budget-Buch und aus dem Ender 4 quasi klauen. Die brauchen wir nicht zu kaufen und da fängt schon mal der erste große Unterschied an, dass der Boron 1.8 nämlich schon mal 25 Euro dafür auf den Tisch legen muss und der Low-Budget geht da komplett leer aus, der braucht also nichts zu kaufen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Dann habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt hin und gehe da nicht auf Biegen und Brechen auf dem letzten Cent oder irgendwas in Richtung. Und ich rede hier von den Linearschienen. Ich habe hier welche von Fermiolabs. Den Link dazu packe ich euch auch unten in die Beschreibung. Klar, man hätte können welche von Hiven oder sonst was nehmen. Da wollte ich aber jetzt welche haben, die nicht unbedingt das günstigste sind. Und ganz einfach deswegen, weil es halt im Endeffekt von der Qualität her vielleicht einen großen Unterschied macht, aber vom Preis her vielleicht 1 Euro pro Schiene. Und ob ich jetzt da 4 Euro spare, war mir dann entsprechend das Ganze nicht wert, weil ich will ja am Schluss doch einen Drucker haben, der läuft. Und deswegen sind es bei beiden Druckern auch hier die Fermiolinear-Schienen. Die kosten summa summarum 76 Euro für die 4 Schienen, die man braucht entsprechend. Ist also jetzt auch noch nicht so wild. Der große Unterschied fängt erst gleich an. Und da komme ich jetzt dazu, und zwar die Integrated Leads. Also, das hier. Und da macht der Ender 4 schon mal einen Unterschied, weil der hat eine Kupplung, hat einen Nehmer 16 Motor unten drunter und dann betreibt er das damit an. Ja. Habe ich beides im Ender 4 mit inkludiert, inklusive der Linear Rods, die da mit dabei sind. Die sind auch noch wirklich gut mit der Halterung, allem drum und dran. Tippidoppi, muss man nicht sagen. Muss man also nicht kaufen und die schlagen schon mal echt rein. Da braucht man nämlich insgesamt 2 Stück von und da komme ich auf knapp 58 Euro. Das ist also schon mal ganz ordentlich, was da nur für diese 2 Motoren mit der Lead Screw halt entsprechend anfällt. Das ist schon, ja, muss ich sagen, nicht ohne. Der nächste Punkt sind natürlich auch die Linear Rods. Das sind die Teile hier, die kosten auch nochmal 30 Euro für den Drucker. Und dann brauchen wir nochmal den BMG Extruder. Okay, den habe ich für beiden draufgerechnet, weil ich gesagt habe, okay, da werde ich mir so oder so nochmal einen schönen Extruder drucken für den Low Budget. Da habe ich das auch noch mit eingerechnet. Ich habe zwar noch einen hier, aber eingerechnet habe ich das jetzt mit 22 Euro, weil es mich das damals so gekostet hat. Die Füße, diese Rubber Compression Feet, kosten grob 10 Euro. Die fallen beim Low Budget komplett weg, weil da natürlich schon welche dabei sind. Die sind zwar nicht schön, aber hey, sie erfüllen ihren Zweck. Da hat der Ender 4 vorher auch drauf gestanden und es hat einwandfrei funktioniert. Warum soll man sie nicht nutzen? Der nächste Punkt, da fällt auch was beim Ender 4 quasi weg, beim Low-Budget-Boron, und das ist die Probe, die Induction-Probe. Die werde ich erstmal nicht verbauen, weil ich werde erstmal einen ganz normalen Z-End-Stop verwenden, so wie es der Ender 4 vorher auch gemacht hat. Ist halt ein Low-Budget-Projekt. Später kann man sich drüber streiten, ja, aber nochmal die 8 Euro investiert, die kostet nämlich die Probe entsprechend für den V1.8. Dann kommt nochmal ein bisschen Kleinkram für Elektronik und sowas in Richtung die BAT85-Diode. Aber dann kommen nochmal die Switches, da sind auch nochmal 13 Euro, die beim Low Budget Boron wegfallen, weil ich die natürlich nur von der Elektronik habe. Die brauche ich also nicht extra zu kaufen. Beim SSR, auch die Sache ganz einfach, das SSR gibt es beim Low Budget Boron nicht. Der hat nicht so das große Heizbett, dass er das Ding jetzt brauchen würde. Der hat ein ganz normales Heizbett, wie in jedem Feld, Wald- und Wiesendrucker auch. Deswegen fällt das da weg. Wir haben ja so kein 230 Volt gesteuertes Heizbett, was wir da verbauen. Das kann man später machen, werde ich auch später machen. Da wird es auch nochmal eine Episode zu geben, wo wir dann sagen, okay, jetzt ist Low Budget und jetzt schmeißen wir nochmal ein bisschen Geld drauf und gucken, dass wir das Ganze nochmal mit einem ordentlichen Heizbett, mit einem ordentlichen Hotend bauen. Und dann merkt ihr ganz schnell, dass da auch dann die Differenz relativ groß wird, weil das Heizbett vom Low Budget Boron, das Hotend, macht schon einen ziemlich großen Teil aus, weil wir die halt entsprechend aus dem alten Drucker verwenden können. Der Rahmen macht noch ein bisschen was aus, da komme ich auch nochmal gleich zu. Und wir schauen mal weiter. Netzteil habe ich auch gesagt gehabt, bei beiden das gleiche, weil, wie gesagt, ihr wisst, das alte Netzteil ist mir um die Ohren geflogen. Ihr habt gesehen in der letzten Folge, wie das Ganze ausgesehen hat. Da habe ich keine Lust mehr drauf, irgendwie noch 1 Euro zu sparen oder so, irgendwas in der Richtung. Und so teuer sind die Meanwell-Netzteile, die wirklich gut funktionieren. Jetzt auch nicht, dass ich sagen würde, okay, damit tue ich mir einen Gefallen, dass ich das Ganze dran spare. Von daher gehen da jetzt auch nochmal 30 Euro für dieses Netzteil raus. Beim V1.8 gibt es einen Unterschied und das kommt darauf an, wie ihr das Ganze baut. Und das hat damit zu tun, ob ihr das MKS-Skipper verwendet, da komme ich gleich nochmal drauf zu, oder ob ihr ein MKS-irgendwas verwendet oder ein ganz normaler MCU verwendet mit einem Raspberry Pi. Das würde sich aber auf den Low-Budget-Boron genauso auswirken.
ganz einfach deswegen, wenn ihr nämlich noch ein Raspberry Pi extra habt, dann würde ich euch empfehlen, noch das 5 Volt Netzteil von Miwei mit dazu zu nehmen, um damit den Raspberry Pi zu betreiben. Habe ich beim 2.2 genauso gemacht. Kommt natürlich dann ein bisschen teurer, da müsst ihr nochmal 13, 14 Euro extra für das 5 Volt Netzteil ausgeben. Aber ist jetzt auch nicht so groß der Unterschied da. So, dann haben wir natürlich den Ein-Ausschalter, den Switch hier entsprechend mit dem, mit der Kaltgerätebuchse. Da habe ich geguckt, die kostet so roundabout irgendwas um die 5, 6 Euro. Ja, ich habe jetzt dann den Rocker und den Switch, also das Power Inlet ist nicht das Medical Grade, was der Sourcing Guide vorgibt, sondern einfach das, was auch bei Fermio entsprechend auf der Webseite ist, kommt so 5, 6 Euro rum. Macht jetzt, ist jetzt auch Kleinkram, was jetzt alles kommt, aber es kommt jetzt gleich schon mal was Großes und das ist hier zum Beispiel mal das Frontend und das kommt summa summarum mit 120 bis 140 Euro. Ja, klar, ich weiß, es gibt auch Revo 6 Voron Edition auf Amazon für 100 Euro oder so in Richtung 20 Euro Unterschied, okay, gebe ich euch auch noch, aber das macht schon ordentlich was aus und ich habe jetzt einfach den Mittelwert genommen. Es gab Angebote für 100 Euro und es gab Angebote für 140 Euro, deswegen war ich in der goldenen Mitte jetzt geblieben, damit ich da relativ fair bleibe. Ansonsten, wie gesagt, das Hotend beim Ender 4 verwenden wir jetzt erst einmal. Das ist das typische Ender-Hotend, egal ob es beim 3er, beim 4er oder 5er ist. Das war erstmal damals zu der Zeit das typische Hotend von Creality. Und das funktioniert, ja, kann man später austauschen, aber spart uns erstmal Geld. Der nächste große Punkt ist natürlich das Board. Und das habe ich eben schon mal angesprochen. Das ist ein Riesenpunkt, nämlich mit Treibern insgesamt ohne Display jetzt und so den ganzen Kram. Wenn ihr noch ein Display dazu wollt, dann seid ihr irgendwas bei 90 Euro oder so in Richtung. Ohne das Display, nur mit den Treibern, bin ich jetzt bei knapp 70 Euro. Wenn ihr das nochmal dazu berechnet, seid ihr irgendwas bei 90 Euro. Und dann könnt ihr natürlich auch da entsprechend Geld sparen. Das Video haben wir natürlich das letzte Mal gesehen in der letzten Folge. Da habe ich natürlich gesagt, okay, wie das Ganze einzurichten ist, wie gut das funktioniert und dass man dann eigentlich keinen Raspberry Pi mehr braucht. Aber ich weiß, es gibt Leute, die sagen, ey, nee, ich mag nur einen Raspberry Pi haben. Falls ich dann den Drucker nicht mehr nutze, kann ich den Pi dann irgendwie noch anders benutzen, ja? Ist vollkommen legitim. Müsst ihr halt mit mehr Kosten rechnen, erstmal mehr Netzteil, ihr müsst den Pi nochmal extra kaufen und. Das habe ich jetzt hier insgesamt mit 78 Euro, weil das der Preis war, den ich entsprechend für das Kit bezahlt habe. Das habe ich aber für beide Drucker berechnet, dass ich sage, okay, da möchte ich gerne entsprechend das gleiche verbaut haben, weil ich finde das super komfortabel. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt aus der letzten Folge mit dem Pi Killer, mit dem MKS Skipper, packe ich euch einen Link da oben in die Ecke und könnt euch das Video gerne nochmal anschauen und mal ein bisschen Feedback schreiben, wie ihr das geil findet. Ich finde es mega geil und ich würde es gerne überall verbauen und ich überlege jetzt, wo ich es auch einbauen kann entsprechend. Genau. Der nächste Punkt, wo wir richtig fett Geld sparen, sind natürlich beim Rahmen. Und beim Rahmen habe ich beim Voron grob 100 Euro nicht ausgeben muss. Die habe ich natürlich hier beim Low-Budget Voron nicht. Beziehungsweise nicht ganz. Ich habe nochmal 30 Euro draufgerechnet. Ganz weiß ich es nicht mehr genau, weil ich die Rechnung nicht mehr gefunden habe. Aber es sind grob 30 Euro für die Viereckstreben. Die habe ich nochmal berechnet. Beziehungsweise es waren insgesamt für die 30 Euro zwar eigentlich 8 Streben. Aber ich habe jetzt hier grob aufgeschrieben, was ich nochmal im Internet gefunden habe. Auch mit den explodierten Preisen momentan. Deswegen, das ist jetzt nur so über den Daumen gepeilt, wie teuer das Ganze kommt. Passt aber soweit. Dann haben wir hier nochmal jede Menge Kleinkram, wo beim Low-Budget-Buron entsprechend hier nochmal ein bisschen was dazu kommt, dann nochmal was wegfällt entsprechend. Also die ganzen Klemmen, wie die hier an der Elektronik angeklemmt sind, die braucht man natürlich bei beiden. Beim Low-Budget-Buron brauche ich die ganzen Microfit-Clip-Klemmen nicht, weil ihr habt ja beim letzten Video gesehen, dass das auch ohne die Dinger klappt. Beim Voron 1.8 brauche ich die natürlich, um das ordentlich anklemmen zu können, weil das natürlich ein bisschen komplexer ist, das ganze Projekt. Wo ich aber gesagt habe, okay, bei beiden möchte ich das ausgeben, das ist hier die E-Bus-Kabelkette. Die kostet 14,99 Euro. Ja, Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und ist auf jeden Fall, finde ich, ich habe beim Voron 2.2 eine selbstgedruckte Kabelkette eingebaut. Und die Leute haben mich alle gefragt, ob ich verrückt bin, ob ich Zeit zu viel habe. Und ja, hatte ich damals wirklich machen wollen und ich bereue es echt. Ja, also gibt ein paar Euro aus für die Kabelkette, die ist echt gut, die bringt echt was und hilft euch echt weiter in der Hinsicht. Und ich glaube, ansonsten ist es kein rausgeschmissenes Geld, sondern da spart man sich wirklich Zeit und die Zeit, die man da für andere Dinge verbrauchen kann oder halt entsprechend schon Sachen drucken kann, die man verkaufen kann, hat man das ultra schnell reingeholt wieder.
Da kommt wieder so ein bisschen Kleinkram mit den ganzen Fasten, ne, und sowas in Richtung, also mit den ganzen Adaptern und allem drum und dran. Dann Kabel. Macht auch nochmal ein klein bisschen was aus, denn beim Voron 1.8 brauche ich natürlich die kompletten Kabel. Da habe ich jetzt einfach mal ein so ein Paket 24 AWG und einmal 20 AWG entsprechend mal rausgesucht. Und die kosten bei Amazon momentan 30 € für so ein ganzes Paket. Und die brauche ich natürlich beim Low-Budget-Voron nicht komplett. Da brauche ich vielleicht ein Drittel davon. Deswegen habe ich da einfach 10 € mit angesetzt. Und da ist dann schon ordentlich ein Preisunterschied mit drin. Das Heizbett fällt natürlich auch mit rein. Der Silicon-Heater, der kostet auch nochmal 50 € plus nochmal die Druckplatte. Die kostet auch nochmal so ungefähr um die 20-30 €. Je nachdem, wie gerade die Preise sind. Ich weiß, es ist echt Killer. Aber es explodiert momentan einfach alles, ja. Und dann kommen wir da auch nochmal entsprechend auf insgesamt beim Voron, haltet euch fest, Trommelwirbel, 1061,88 €. Das ist jetzt das, was ich ungefähr mit dem, was ich jetzt rausgesucht habe, aktuell für den Voron 1.8. Und jetzt bin ich gespannt, schreibt es mal unten in die Kommentare, haltet mal das Video und schreibt mir mal, was ihr glaubt, was denn der Low-Budget-Voron entsprechend kostet. Und ich habe auch gedacht, okay, ja komm, da ist so gar nicht so viel Unterschied drin. Aber es gibt so ein paar Punkte, die ich schon genannt habe, nämlich entsprechend der Rahmen, das Hotend, das Heizbett und, das läppert sich entsprechend. Und es sind 673,14 €. Sage und schreibe. Gut, man muss jetzt auch sagen, ich habe jetzt zum Beispiel mal für den Voron 1.8 die Originalverkleidung für hinten, die schwarze aus den Diebold-Platten noch mitgebucht, ja. Während ich beim Low-Budget-Voron gesagt habe, okay, ich habe diese schwarzen Hohlkammerplatten, die ich irgendwann mal gekauft habe, weil die mal irgendwann für das Voron-Projekt auch mal im Sourcing-Guide gestanden haben. Und ich dann gemerkt habe, ey, es gibt aber jetzt diese Diebold-Platten, die sind viel cooler und die sind viel stabiler, dann nehme ich doch lieber die. Aber die kann ich jetzt natürlich, da ich alles an diese Schiene mounten kann, ja, ich brauche ja nur hier das Netzteil und das Board entsprechend dran zu mounten. Ich brauche ja eigentlich gar nichts, was großartig Lasten trägt, sondern ich kann das quasi direkt an den Rahmen ran mounten. Und dann kann ich mir quasi die Kosten dafür sparen und kann die Hohlkammerplatten holen. Und damit kann ich dann auch schon mal nochmal ein bisschen Geld sparen. Und die Einhausung habe ich jetzt bei beiden weggelassen, dann kommen nochmal bei beiden ungefähr 50 € drauf für den 1.8. Ich meine, die Maße stimmen ja, das haben wir gesehen, als ich den Rahmen zusammengebaut habe. Die Maße stimmen also bei beiden überein. Der einzige Unterschied ist, dass der Low-Budget-Boron unten diese 2040er Streben hat, die dann entsprechend nochmal unten ein bisschen mehr Stabilität geben, finde ich. Aber ansonsten sind die von den Maßen her gleich, das heißt die Tür und die Einhausung rundherum kann man exakt gleich bestellen. Da gibt es also auch keinen Unterschied, aber wie gesagt, Hotend, Heizbett, dann natürlich der Rahmen und der ganze andere Kleinkram, wo man halt die Schrauben nicht so viel braucht und die ganzen Kabel nicht so viel braucht, weil die schon im Drucker drin sind, die machen am Schluss dann doch schon ordentlich was aus, nämlich knapp 400 € und das ist dann doch schon ein ordentlicher Unterschied und da bin ich echt happy drüber, denn das spart mir in der aktuellen Zeit richtig Geld. Und macht ein geiles Projekt drauf und ich freue mich auch schon auf den nächsten Low-Budget-Drucker. Das wird kein Voron sein, kann ich jetzt schon mal sagen. Ich bin auch jetzt schon am Planen, wie ich den aufbaue, was ich da aufbaue. Ich bin schon ein bisschen am Recherchieren. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, Kanal abonnieren. Und wenn euch das Video gefallen hat und euch das weitergeholfen hat, Daumen nach oben, würde mich tierisch freuen. Kanal abonnieren, würde mich auch tierisch freuen. Und wenn ihr, wie gesagt, diesen ganzen Sourcing-Guide hier für den Low-Budget-Voron und die Anleitung und alles drum und dran haben wollt, findet ihr unten den Link zu Patreon, da werde ich das zuerst öffentlich machen. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr sonst so entsprechend mich auf Patreon unterstützt. Da werden natürlich noch andere coole Projekte kommen, wie zum Beispiel das Lichtschwert, was ich gerade baue und ein paar andere Projekte, die noch anstehen. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, Hordle the Line, Happy Plating und ciao.